Um dem Gegner immer einen Schritt voraus zu sein, ist die richtige Positionierung das A und O. Es gibt wiederkehrende Szenarien, auf die sich jeder Spieler vorbereitet haben sollte. Auch wenn die Maps sich grundlegend unterscheiden, so sind gewisse Szenarien doch auf allen vorhanden. Wir konzentrieren uns hier stellvertretend aber auf den A-Spot von Haven. Von Deckung bis Höhenunterschiede ist hier alles vorhanden. Starten wir mit der Defensive. Traditionell wird A-Long aggressiv gehalten. Sova kann mit seinen Aufklärungspfeilen direkt zu Beginn der Runde feststellen, ob und wie viele Gegner sich Richtung A nähern. Ein Stolperdraht oder auch die Spionagekamera von Cypher können dann das Vorrücken der Gegner sowohl auf Long als auch Short entlarven. Alternativ kann natürlich auch Sage mit einer Eiswand den Weg versperren oder Brimstone per Smoke die Sicht blockieren. Der Tower ist die höchstgelegene Position auf Haven und gleichzeitig die beste für die Verteidigung auf A. Gerade eine Operator kann in dieser Position für gewaltige Probleme sorgen. Viele Winkel und Gegenstände können zudem genutzt werden, um sich vor aggressiven Angreifern zu verstecken und im richtigen Moment zu schießen. Von den gängigen defensiven Methoden jetzt aber einmal zur Offensive. Wie schon erwähnt, gehören Smokes von Brimstone zur Trickkiste der Angreifer. Vorsicht ist zudem geboten auf den Boxen bei A-Short, denn dort könnten Spieler geboostet sein, die einen Höhenvorteil ausnutzen. In der Regel empfiehlt es sich, gefährliche Positionen wie Tower direkt zu smoken, um sicher auf den Spot zu kommen. Eine Position, die als Verteidiger zwar wenig sinnvoll ist, im Afterplan für die Angreifer aber besonders stark sein kann, ist direkt unter Tower. Hier seid ihr gut geschützt, denn Gegner müssen euch aktiv checken, außerdem könnt ihr eine Menge Raum einsehen. Übt am besten auf den einzelnen Maps und schaut euch die wichtigsten Spots an. Wo kann ich den Weg versperren? Wo bin ich leichte Beute? Wo kann ich Info bekommen, komme aber auch wieder sicher weg? Sehr ähnliche Vorgehensweisen wie auf Haven Tower müssen auf der A-Side von Ascent eingehalten werden. Dort gibt es ebenfalls Haven mit einem Unterschlupf und drei unterschiedliche Zugänge für die Angreifer. Gleiches gilt auch für die A-Side von Split. Viele Winkel müssen für Angreifer gecheckt oder mit Smokes abgedeckt werden. Ihr seht also, mit dem richtigen Wissen um mögliche Positionen steigen eure Siegchancen ungemein. Mehr rund um Valorant findet ihr natürlich wie immer auf esports.com.